Herzlich willkommen, liebe OpenStreetMapper. Ich möchte heute einen Workflow vorstellen, mit dem man fehlende Straßen in der Steiermark effizient und mit hoher Qualität in OpenStreetMap erfassen kann. Das Land Steiermark hat ja das Straßennetz, das steirische, als Shapefile freigegeben und die Lizenz ist kompatibel mit OpenStreetMap. Ich habe jetzt ein Skript geschrieben, das jene Straßenfragmente extrahiert, die in OpenStreetMap noch fehlen oder nur zu einem sehr kleinen Teil erfasst sind. Unter dieser Seite könnt ihr das entsprechende Shapefile downloaden, das auch bestimmte Tags schon beinhaltet, die OpenStreetMap kompatibel sind. Wenn ihr das heruntergeladen habt, könnt ihr es einfach im Chosen öffnen. So, hier sehen wir also alle Straßenfragmente, die in der Steiermark in OpenStreetMap nur zu einem kleinen Teil oder eben noch gar nicht erfasst sind. Ich zeige euch jetzt anhand eines Beispiels, wie der Prozess des Erfassens ausschauen könnte. Wir zoomen dazu einfach mal auf einen Bereich, den wir erfassen möchten. Sagen wir mal, das möchten wir in einen Change-Set packen. Dazu lade ich mir jetzt mal im Hintergrund ein paar Layer rein, die mir beim Erfassen helfen. Einerseits möchte ich einen Mapping-Layer haben, damit ich sehe, wie viel davon schon erfasst ist und wie diese Straßen verbunden sein sollen. Und andererseits möchte ich einen Geo-Image-Layer haben, damit ich gegebenenfalls eine Lagekorrektur der Straßen durchführen kann. So, ich blende dies jetzt mal aus, damit ich hier genug sehe und markiere mir die einzelnen Straßenfragmente mal. Das hier nehmen wir auch noch dazu, das dürfte ein Zufahrtsweg sein. Und den hier nehmen wir auch noch dazu. So, dann kopiere ich mir diese Fragmente und lösche sie hier mal aus diesem Layer raus, damit ich, wenn ich weitere Dinge erfassen möchte, sofort sehe, aha, da habe ich schon, diese Dinge habe ich schon erfasst. So, jetzt brauchen wir diesen Bildschirmausschnitt natürlich als OpenStreetMap Layer auch. Also wir laden uns die Daten hier runter mit diesem Download-Button und sagen Download as New Layer, damit sie nicht in diesen Shapefile-Layer reingeladen wird, sondern in einen neuen. Das Screen ist automatisch vorausgewählt, also dieser Ausschnitt hier, das heißt, ich kann einfach auf Download klicken. Gut, und jetzt füge ich die Daten einfach mal ein und jetzt müssen wir ein paar Schritte durchführen, damit wir diese Daten, also bevor wir diese Daten hochladen können. Ich blende mal das Shapefile aus und blende mal diesen Geo-Image-Layer ein, damit ich sehe, wie es hier ausschaut. Als erstes muss ich die Wege mal mit den OpenStreetMap-Wegen verbinden, natürlich. Das heißt, ich gehe mal hier an die Ränder dieser Wege und schaue, wo ich die verbinden muss. Ich kann hier auch gleichzeitig, wenn es notwendig ist, eine Lagekorrektur durchführen, damit das hier passt. Mit diesem Plus hier zwischen den zwei Nodes kann ich einen neuen Node einfügen, mit gedrückt halten der linken Maustaste. Und diesen bewege ich mal hier in den Kreuzungsbereich. Ich schätze mal hier ungefähr ist die Kreuzung. Dann markiere ich den Endnode des neuen Weges und mit Shift gehalten diesen Node. Und dann sage ich Tools Merge Nodes. Damit werden diese zusammengefügt. Sind zwar noch zwei extra Wege, aber sie sind eben miteinander verbunden. Das geht auch mit der Tastenkombination M übrigens, also mit der Taste M. So, das heißt, diesen Weg habe ich jetzt mal verbunden. Jetzt schaue ich noch weiter, wo ich das noch machen muss. Auf der anderen Seite muss ich das auch machen, also hier. Hier ist bereits ein Node im Kreuzungsbereich. Dann schiebe ich noch ein bisschen in die richtige Position. Markiere wieder diesen Node, Shift, den anderen Node, Taste M. Damit sind diese Wege verbunden. Die Wege, die im Shapefile verbunden sind oder aneinander liegen, die sind automatisch schon verbunden, da muss ich das nicht machen. Sieht man hier, dieser Node bewegt alle Wege mit. Gut, das heißt, wir haben hier noch zwei Zufahrtswege, bei denen wir das auch machen müssen. Der eine ist der hier, ist auch ein neuer Weg. In diesem Fall will ich dieses Node hier mal in den Kreuzungsbereich verschieben und dann wieder dieses markieren, Shift, zweites markieren, M. Damit ist es verbunden. Und drüben auf der anderen Seite hatten wir das auch noch hier. Hier muss der Weg ebenfalls noch entsprechend verbunden werden. Klicke ich wieder auf dieses Plus, ziehe das Node in den Kreuzungsbereich, markiere das eine, Shift, das andere, M. Gut, jetzt haben wir mal alle Wege verbunden. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, Wege, die durchgängige Tags haben, zu verbinden und richtig zu taggen. Nehmen wir mal diesen Hauptverbindungsweg hierher. Jedes einzelne Fragment hier hat den gleichen Namen, deswegen Neuberg Weg 1,
hier auch bis zur anderen Seite. Das heißt, wir können, dadurch, dass die auch noch nicht in einer Relation was so sind, diese Wege mal einfach verbinden. Wir markieren einen Weg, drücken Shift, markieren einen zweiten dazu, nochmal Shift, den dritten dazu. Und jetzt sagen wir einfach Tools Combine Way. Es geht auch mit der Taste C. So. Chosen meckert hier gar nicht, weil eben die Tags alle ganz genau gleich sind und man diese Wege quasi ungehindert miteinander verbinden kann. So, jetzt geht es darum, diesen Weg richtig zu taggen. Dadurch, dass es scheinbar ein Verbindungsweg von dieser Straße zur anderen ist und höchstwahrscheinlich auch öffentlich erreichbar, würde ich sagen, das ist Highway Unclassified. Das wird hier auch in diesem FixMe-Tag schon vorgeschlagen, dass man den mein Skript einfügt. Dieses Mapping, die Wahrscheinlichkeit des Mappings basiert auf einer Statistik, die ihr auf der Seite weiter unten genau nachlesen könnt, wie das funktioniert. Das Land Steiermark hat hier auch schon ein bestimmtes Mapping und ich habe versucht, hier quasi die Verbindung zwischen den zwei Mappings herzustellen. Das heißt, wir löschen diesen FixMe-Tag, weil wir das Highway-Tag selbst einfügen. Sagen hier Add und Highway Unclassified. Genau. So, damit ist dieser erste Weg mal fertig. Wir haben dasselbe noch bei ein paar anderen Wegen zu tun, zum Beispiel bei diesem hier. Hier sagt der Highway Service, könnte es sein, dass das einfach eine Zufahrtsstraße ist. Dadurch, dass hier mehrere Gehöfte da an der Straße liegen, würde ich eher sagen, das ist ein Highway Residential. Das kann man diskutieren. Ja, ich würde hier mal Residential nehmen. Hier haben wir weiter oben noch einen Weg, der führt hier zu einem Gehöft. Das weiß man nicht, wo das genau erreichbar ist. Dadurch, dass der Weg kürzer ist, würde ich hier eher sagen Highway Service und Service Driveway. Da schon wieder dieses FixMe-Tag. Highway Service, Service Driveway. Könnte man auch Residential taggen? Das ist jetzt eine philosophische Frage. Bei dem Weg hier ist es relativ eindeutig, dass es ein Zufahrtsweg ist. Das heißt, hier sagen wir wieder Highway Service und Service Driveway. Und jetzt haben wir noch einen Weg da unten. Übrigens, wenn man herausfinden möchte, welche Wege man noch nicht getaggt hat, dann gibt es hier einen Filter. Ich habe hier mit Add einen neuen Filter angelegt, der sagt New Modified FixMe, das heißt neue oder modifizierte Wege oder welche, die einen FixMe-Tag beinhalten. Wenn ich diesen Filter hier aktiviere und hier sage Inverse Filter, also zur Auswahl hinzufügen, hier reinklicke und dann sage Steuerung A, dann werden alle Wege ausgewählt, die hier noch neu sind in diesem Layer und das ist in diesem Fall nur mehr dieser Zufallsweg. Also damit kann ich relativ leicht herausfinden, was habe ich hier schon erledigt und was nicht. Gut, ich deaktiviere diesen Filter wieder. Zoomen hier hinein. Hier ist relativ eindeutig, dass es eine Zufahrtsstraße ist. Bei den anderen ist es ein bisschen weniger eindeutig. Ich lösche wieder den FixMe-Tag, sage Highway Service, Service Driveway. Gut, und damit habe ich alles verbunden, habe alles getaggt. Und das dritte, was ich jetzt noch machen muss, ist eine Lagekorrektur durchführen. Das heißt, schauen, ob diese Daten auch korrekt sind von der Lage her. Hier im Kreuzungsbereich schaut es relativ gut aus. Für mich ist immer eine Faustregel, wenn die Tags oder wenn die Nodes drauf liegen auf dem Weg, dann ist für mich die Qualität in Ordnung. Das schaut hier ganz gut aus. Einzelne Nodes kann man noch ein bisschen genauer hinlegen, aber das ist in Summe schon okay. Hier schaut es auch ganz gut aus. Ich verfolge einfach alle Wege von Anfang bis Ende nochmal durch und schaue, ob man irgendwo die Lage noch ein bisschen genauer machen kann. Das schaut auch ganz in Ordnung aus hier. Das passt auch einigermaßen. In Summe ist die Qualität der Daten relativ gut, muss man sagen. Also aus meiner Erfahrung sind die relativ genau. Kann man noch ein bisschen nachbessern, aber ansonsten im Großen und Ganzen passt das. Bei diesem Zufahrtsweg da unten schauen wir nochmal schnell hin. Könnte man noch genauer diesen Verlauf machen. Ansonsten schaut das ganz gut aus. Hier geht es vielleicht ein bisschen zu weit in die Wiese rein. Man könnte diesen letzten Tags hier auch noch löschen. Das reicht ja, wenn man zu diesem Haus mehr oder weniger hinkommt. Wenn man hier nicht genau weiß, würde ich im Zweifelsfall eher die letzten paar Nodes noch löschen. Und dieser Weg hier schaut eigentlich ganz gut aus. Den kann man so lassen. Schaut gut aus. Okay.
Damit sind wir eigentlich so weit, dass wir die Daten hochladen können. Das heißt, ich gehe hier auf Upload or Changes in the Active Layer. Wir sind in diesem Datenlayer. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht diesen Shapefile-Layer ausgewählt haben, weil sonst laden wir das gesamte Shapefile hoch. Das wäre fatal. Aber wenn wir diesen Datenlayer ausgewählt haben, wo wir unsere Änderungen gerade gemacht haben, können wir auf Upload gehen. Ich habe hier noch eine kurze Beschreibung, gut Commit Message und nochmal hier die Quelle angegeben, wo ich die Daten her habe, Land Steiermark, das natürlich erfordert, dass die Quellenangabe so gemacht wird. Und GeoImage habe ich zusätzlich angegeben, weil ich ja die Lagekorrektur der Straßen mit GeoImage gemacht habe. Und damit können wir sagen, Upload Changes. Und wir haben wieder ein paar Straßenkilometer relativ effizient und mit sehr hoher Qualität erfasst. Ja, ich hoffe auf ein paar Nachahmer in der Steiermark und ganz Österreich. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ciao.